Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, wir sind beim letzten Mal bei den Feuermagiern aufgenommen worden. Wir sind ja also quasi jetzt, ja, eigentlich noch gar nicht so lange hier. Ja, der 16. Tag. 2 Wochen sind wir hier in der Kolonie und sind schon Feuermagier geworden. Das ist schon eine ziemliche Leistung, würde ich sagen. Denn die meisten Leute kommen bei den Feuermagiern nicht rein. Tja. Aber wir können tatsächlich noch keine Magie. Also wir haben zwar hier diese Rune bekommen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo ich sie mir hingelegt habe. Achso, ich konnte sie wahrscheinlich gar nicht erst ausrüsten, ne? Genau, den Feuerpfeil. Aber es fehlen eine magische Zauberstufen, um diesen Gegenstand anzulegen. Ja, wir haben ja schon in der alten Mine gesehen, dass es hier Schriftrollen gibt. Das ist jetzt genau hier. Sowas wie Feuerball, Feuerpfeil, Heilung. Und ich habe halt bisher nur Licht benutzt. Und bei den Schriftrollen ist das so, die kann jeder nutzen. Also da muss man kein besonderes Talent in Magie haben, man kann sie halt einmal nutzen. Wenn man sie einmal genutzt hat, dann zerfällt die Spruchrolle. Das heißt, es sind halt einfach einmal Zauber, wie es halt aus anderen Spielen auch so bekannt ist. Und ich gehe immer irgendwie in die falsche Richtung im Inventar. Ja, und die Runen, da ist es halt anders. Die Runen kann man beliebig oft benutzen. Man muss halt immer noch die Mana-Kosten zahlen, wie man hier sieht. Feuerpfeil hat Mana-Kosten 1. Aber das ist ja schon mal ganz gut. Ja, und wir müssen jetzt irgendwie mal rauskriegen, wie wir das machen. Wie gesagt, ich habe noch nicht als Magier gespielt. Aber ich würde sagen, wir können einfach hier mal mit den ganzen Magiern reden. Und dann lässt sich das schon herausfinden. Was wir auch bekommen haben, war ein Buch. Der erste Kreis der Magie, genau. Das wollen wir uns doch mal in aller Ruhe anschauen. So, erster Kreis. Als die Götter den Menschen die Fähigkeit zur Magie schenkten, schenkten sie ihnen auch das Wissen, magische Runen herzustellen. Die Diener der Götter haben die ehrenvolle Aufgabe übernommen, diese Artefakte göttlicher Macht zu erschaffen und zu benutzen, wobei der Kreis des Magiers bestimmt, welche Zauber er in der Lage ist zu verstehen und anzuwenden. Genau. Ja, Stufe 1 ist anscheinend Licht, das erste Geschenk Enos an die Menschen. Eine hellstrahlende Kugel wird über den Magier erzeugt, Mana Kosten 1. Der Eispfeil, ein Geschoss aus magischer Energie, Mana Kosten 1. Und der Feuerpfeil, ein Geschoss aus magischem Feuer, Mana Kosten 1. Ja, man sieht, hier wird auch der Eispfeil aufgeführt. Das gehört eigentlich zum Repertoire der Wassermagier. Aber das ist vollkommen egal. Solange wir eine Rune haben, können wir den Zauber auch anwenden. Und natürlich, wenn wir die entsprechende Stufe haben. Das heißt, wir können uns auch die Eispfeile holen und die weiteren späteren Zauber und auch die Zauber der Sekte durchaus. Die haben da nämlich nochmal eigene. So viel weiß ich zumindest. Na gut, gehen wir mal hier hoch. Hier müsste ja noch Koristo stehen. Und der, wie hieß du nochmal? Drago. Reden wir mal mit den beiden. Magie zu Ehren. Oha, Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. 1500 Erz. Meister, ich möchte die hohe Robe des Feuers tragen. Du bist noch nicht so weit. Komm erst wieder zu mir, wenn du mehr gelernt hast. Naja, wäre auch ein bisschen überraschend gewesen, wenn ich jetzt schon die hohe Robe des Feuers tragen könnte. Genau. Wir haben die Möglichkeit einmal, ich benötige mehr magische Kraft. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann dir helfen, deine Kraft zu steigern. Wie du sie nutzt, liegt nur an dir. Genau, damit können wir unser Mana erhöhen. Ein Lernpunkt entspricht einem Mana, deswegen habe ich mir auch so viele aufgespart. Das ist halt wie bei der Stärke und der Geschicklichkeit. Und wir können... Genau, erkläre mir das Wesen der magischen Kreise. Erkläre mir das Wesen der magischen Kreise. Natürlich. Die Kreise symbolisieren deinen Anteil an der magischen Macht. Sie stehen für Wissen, Begabung und für das Erlernen neuer Zaubersprüche. Du wirst jeden Kreis durchlaufen, bis du in den nächsten aufgenommen werden kannst. Es erfordert viele Lernstunden und es bedarf hoher Erfahrung, willst du die höheren Kreise erreichen. Doch die Mühe, sie zu erlernen, wird jedes Mal mit neuen, machtvollen Zaubern belohnt. Die Kreise der Magie sind aber noch mehr als das. Sie sind ein Teil deines Lebens. Sie werden dich immer begleiten. Mache sie zu einem Teil von dir. Ihre Macht zu verstehen, bedeutet, deine eigene Macht zu erkennen. Genau. Ja, ich würde sagen, wir lernen einfach mal den ersten Kreis der Magie für 10 Lernpunkte. Ich bin jetzt bereit, den ersten Kreis zu erlernen.
Den ersten der magischen Kreise zu betreten, bedeutet, die Anwendung magischer Runen zu erlernen. Jede Rune birgt in sich die Struktur eines speziellen Zaubers. Durch den Einsatz deiner eigenen magischen Energie bist du in der Lage, den Zauber der Rune zu wirken. Doch anders als Spruchrollen, die auch eine Zauberformel sind, sorgt die magische Kraft, die der Rune innewohnt, dafür, dass die Struktur des Zaubers erhalten bleibt. Jede Rune ist eine Quelle magischer Kraft, auf die du immer wieder zurückgreifen kannst. Deine eigene magische Kraft verbraucht sich beim Benutzen der Rune, wie bei einer Spruchrolle. Mit jedem Kreis, den du lernst, lernst du auch die Möglichkeit, weitere Runen zu benutzen. Nutze die Kraft der Runen, um dich selber zu erkennen. Genau. Ja, ich überlege, ob ich dann direkt schon den zweiten Kreis der Magie mitlernen soll. Denn wir können jetzt zwar den Feuerpfeil benutzen und den Eispfeil, aber ihr seht, die machen Feuerschaden 30. Das ist im Vergleich zu dem, was wir mit unserem Schwert machen, wo allein der Furchtbringer schon Schaden 42 hat und da dann noch unsere Stärke drauf gerechnet wird. Also wenn wir mal gucken, 54 Stärke plus 42 vom Furchtbringer, da sind wir mal eben auf 96. Dagegen ist der Feuerpfeil nicht besonders machtvoll. Man sieht, wir haben ihn ausgerüstet. Ist wahrscheinlich am Anfang ganz nett, wenn man da die Schriftrollen benutzt, aber irgendwie... Naja, aber wir müssen auch erstmal an die Runen rankommen. Schauen wir mal. Okay, ich glaube, die Bücher hier bringen alle nichts. Das ist in den späteren Gothic-Teilen auch anders. Da lernt man tatsächlich etwas, wenn man Bücher liest. Auch in Risen dann. Also ich weiß noch, in Risen war es so, dass man dadurch seine Weisheit erhöhen konnte. Und die Weisheit brauchte man auch irgendwie, um Runen herzustellen oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber hier im ersten Gothic ist das noch nicht der Fall. Magie zur Ehren! Na, der hat überhaupt nichts zu sagen. Okay. Schauen wir mal, was wir überhaupt hier noch so machen können. Bestimmt noch so ein, zwei Sachen. Gucken wir uns mal hier hinten um. Schön so ein Pentagramm an der Wand. Das sieht aus wie ein Alchemielabor. Ja, da wäre Korkalon wahrscheinlich neidisch drauf. Wobei, so viel besser ausgerüstet sieht das hier auch nicht aus. Ne, hier ist leider überhaupt nichts drin in den Büchern. Die sind einfach nur Dekoration. Wer bist du denn? Damarok. Magie zu Ehren. Der hat uns auch nichts zu sagen. Das ist irgendwie schade. Truhen. Wir haben doch wieder... Ich habe doch Dietrich hier gekauft, oder? Bitte lass mich Dietrich hier gekauft haben. Das Besteck. 17 Dietriche. Wir wagen es jetzt einfach mal, hier die Truhen aufzumachen. Ich bin mal so dreist. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar nicht zwischengespeichert. Ja gut, dann machen wir uns jetzt einfach... Doch, hier müsste ich... Moment, 1453... Ja, okay, dann kann ich den Spielstand hier überspeichern. Habe ich alles richtig gemacht. Sehr gut. Dann schauen wir uns doch mal an, ob hier irgendwas Schönes drin ist. Rechts... Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, links. Rechts, links, links, rechts, links, rechts. Oh, das ist aber ein kompliziertes Schloss. Rechts, links, links, rechts. Wie ging es weiter? Rechts? Nein. Rechts, links, links, rechts, links, links. Was? Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Mist. Rechts, links, links, rechts. Ach, verdammt. Rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, rechts. Oh. So, ist da wenigstens was Schönes drin. 135 Ernst, das hat sich schon mal gelohnt. Wahre Macht. Okay, da bin ich mal gespannt, was da Schönes drin steht. Ich meine, solange das keiner mitbekommt hier. Ich meine, es dürfen zwar nur Magier rein und wir sind ganz neu hier drin und auf einmal fehlen Sachen aus den Truhen, aber wird uns keiner verdächtigen. Keine Sorge. Ich möchte jetzt erstmal anschauen, was in wahrer Macht drin steht. Wahre Macht. Die heilige Pflicht des Kundigen. Es ist seine Macht, die den Magus von den normalen Menschen unterscheidet. Er, ausgestattet mit der Fähigkeit, göttliche Kraft zu beeinflussen, ist ein Wesen, für welches die normalen Grenzen des Sterblichen nicht gelten müssen.
hat der Magus erst einmal einen Grad erreicht, der es ihm ermöglicht, die Grenzen seines Daseins zu sprengen, so kann er sich selbst auf eine Stufe über der des normalen Sterblichen stellen. Er kann Grenzen von Raum und Zeit durchdringen, selbst das Ende allen Seins. Der Tod ist kein Hindernis auf seinem Weg. Ah. Interessant. Das klingt jetzt aber irgendwie nicht so, als wäre das etwas, womit sich die Diener Innos beschäftigen. Also die Feuermagier. Denn das klingt stark nach Nekromantie. Schauen wir mal, was in den anderen Truhen drin ist. Links, links, rechts, rechts. Links, links. Links, links, rechts, 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 links. Links, links, rechts, rechts, was? Links, links, rechts, 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 links, rechts, rechts. Sehr schön. Was haben wir hier? Oh, so viele Tränke, Wein, so viel Erz. Das ist gut, das Erz brauchen wir. Geheimnisse der Zauberei und die Gabe der Götter. Aha, noch mehr zum Lesen. Finde ich gut. So. Wo haben wir die denn? Die Gabe der Geheimnisse der Zauberei. Fangen wir damit doch mal an. Ich meine, wir sind ja wissensbedürftig. Wir wollen alles erforschen, was es zu erforschen gibt. Geheimnisse der Zauberei. Dem Magus selbst wohnt wohl keine Magie inne. Er ist vielmehr in der Lage, sich ihrer zu bedienen. Er selbst hat ausschließlich die Fähigkeit, die Magie zu beeinflussen und zu lenken. Der in der hohen Kunst der Magie eingeweihte Adept muss in der Lage sein, seinen Geist als Werkzeug zu benutzen. Sein Geist ist es, der die allumgebende arkane Kraft sammelt, sie formt, bündelt und letztendlich in die uns zugängliche Welt entlässt. Während dieser Zeit höchster Konzentration gelingt es dem Magus mit seinem Geist, unsere Sphäre zu durchdringen und auf die andere Seite zu blicken. Von dort kommt die Kraft, der Magus selbst ist nur Leiter und Former dieser Kraft. Bartos von Laran. Aha. Interessant. Die Gabe der Götter. Die Gabe der Götter. Seit Jahrhunderten versucht man, das Wesen und den Ursprung der Magie zu ergründen. Doch wo soll man suchen? Wie kann man sie beschreiben? Sie ist die widersprüchlichste Kraft, die wir kennen. Sie kann töten und gleichzeitig heilen. Sie kann formen und zerstören. Wie sieht eine solche Kraft aus? Wo kann man diese unsichtbare und doch so mächtige Kraft finden? Die Magie ist das, was sie ist. Das herrlichste und zugleich mächtigste Geschenk der Götter. Dem Nutzer und Wirker dieser Kraft ist damit auch ein göttliches Geschenk gegeben. Eine heilige Kraft, die nur wenige Auserwählte in der Lage sind zu kontrollieren. Schon wieder von Bartos von Laran. Ob man den in einem späteren Teil irgendwie mal noch mehr darüber erfährt, über den Typen? Also ich habe halt nur Gothic 1 und 2 gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie das später ist. So, rechts, 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 links, links, links. Rechts, rechts, links, 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 links. Rechts, rechts, links, 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 rechts, links. Ach, schade. Rechts, rechts. 1, 2, 3, 4, links. 1, 2, rechts. Und es ist auf. Sehr gut. Oh, so viele Bücher. Sehr schön. So viel Erz, so viele Mana-Tränke. Es ist toll. Wird bestimmt niemand vermissen. Was war das überhaupt? Das ist... Extrakt magischer Energie müsste das sein, nicht wahr? Ja. Aber das Stärkste ist das Elixier magischer Energie. Nun gut. So, was haben wir denn hier? Elementare Arcanei haben wir gesammelt. Was war das andere? Ich habe schon wieder vergessen. Machtvolle Kunst war das, nicht wahr? Fangen wir doch mal damit an. Machtvolle Kunst. Ein Werk für den Eingeweihten der arkanen Kunst. Die Fähigkeiten, die göttliche Macht zu kanalisieren, wächst in dem Magier. Anfangs keimt sie nur wie ein kleiner Schößling auf. Nochmal. Anfangs keimt sie nur wie ein kleiner Schößling auf dem Feld und man muss ihn pflegen, damit er nicht verkümmert. Doch wenn dieser Schößling erst einmal herangewachsen ist, entfaltet er seine volle Pracht. Er wächst und wird stärker mit jedem Tag. So ergeht es auch dem gelehrigen Magus. Seine anfänglich sehr geringen Kräfte wachsen und gedeihen und entfalten mit der Zeit eine Macht, die in ihrer Vollendung nicht absehbar ist. Um diese Macht zu ihrer höchsten Vollendung zu führen, ist die heilige Pflicht eines jeden Magus. Denn dieser Schößling, gesät von den Göttern selbst, ist das größte Geschenk, welches ein Sterblicher empfangen kann. Die Magier sind anscheinend alle sehr von sich selbst überzeugt, aber es kann natürlich hinkommen. Ich meine, unser erster Zauber ist dieser Feuerpfeil.
Ich meine, er verbraucht nicht viel Mana. Wir haben auch noch nicht viel Mana. Oh doch, 12 haben wir schon. Aber, naja, ich glaube, damit können wir wirklich nicht viel reißen. Das heißt also das stimmt schon, dass man die Magie halt etwas pflegen muss. So. Elementare Arcanei. Einordnung der Magie in das Gefüge des Irdischen. Viel wurde geforscht über die Magie und ihrer Stellung zu den Elementen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Magie als das absolute Element angesehen werden kann. Sie hat die Macht, alle Elemente zu verändern und zu formen und ist ihnen somit augenscheinlich übergestellt. Eine Verbindung von Element und Magie bringt jedes Element in seiner reinsten Form zutage. So gibt es an wenigen Stellen natürliche Vorkommen solcher Verbindungen und sie sind gar sehr begehrt. Auch die Fähigkeiten eines Magus, Elemente scheinbar aus dem Nichts zu erschaffen, sind Beweis, dass die magische Kraft das reinste und höchste Gut darstellt, das existiert. Ja, wie gesagt, Magier sind sehr von sich selbst überzeugt. Oder zumindest die Autoren dieser Bücher. So, reden wir mal mit Milton hier. Magie zu Ehren. Ich will ein Lehrling der Magier werden, so wie du. Bin ich zwar schon, aber egal. Ich will ein Lehrling der Magier werden, so wie du. Choristo hat mich damals erwählt. Ja, ja. Rune, du musst auch... Wir sehen uns. Da ist irgendwie der Dialog nicht so richtig angepasst worden. Rodriguez. Hallo. Der hat auch nichts zu sagen. Also das finde ich sehr schade, dass die einzelnen Feuermagier jetzt nichts irgendwie zu uns zu sagen haben, irgendwelche Tipps geben können oder so. Magie zu Ehren. Oh, ich kann hier bei ihm auch mehr Mana kriegen. Das ist gut. Was machen die magischen Künste? Das ist nicht dein Belang. Ja, okay. Magie zu Ehren. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. So. Dann schauen wir mal, was der uns hier so anzubieten hat. Also anscheinend gibt es 6 Kreise der Magie, denn wir haben die Bücher bis zum 6. Kreis der Magie. Die jetzt aber alle zu kaufen, ich weiß nicht, ob sich das jetzt schon lohnt. Ich würde sagen, das Buch zum 2. Kreis der Magie können wir uns mal einpacken. Mal zu schauen, was da so rauskommt. Ansonsten, ich finde das witzig, schaut mal, wie Choristo. Ach, nicht Choristo hier. Wer ist der? Torres? Rodriguez? Ich weiß nicht genau. Ich glaube, Torres ist das, mit dem wir reden. Hier einfach in die Items reinglitscht. Also, die unten angezeigt werden. Sehr schön. Wasser, Verwandlung, Wolf, genau. Es gibt auch Zauber, von denen gibt es, glaube ich, keine Runen. Das sind die ganzen Verwandlungszauber. Die haben uns noch gar nicht weiter angeschaut. Halt Verwandlung Wolf, Scavenger, Mole Rat, Lurker, Crawler. Das ist ganz witzig, wenn man sich nämlich in die Monster verwandelt, dann sollte man das nicht hier in irgendeinem Lager tun, weil dann greifen einen alle an, denn da ist auf einmal zum Beispiel ein Minecrawler im Lager, das geht ja nicht. Aber zum Beispiel hätte ich mich mit der Verwandlung zum Crawler bis zur Crawler-Königin einfach hinlaufen können, weil die Crawler denken dann, oh, Crawler, und greift mich nicht an, was halt schon ganz cool ist. So, was haben wir denn noch? Heilung, Feuersturm. Das will ich mir alles eigentlich noch gar nicht angucken. Ich möchte mir eher die Runen anschauen. Boah, sind die teuer. Ihr seht schon, Licht 300, Heilung 500, Feuerpfeil 1. Naja, den Feuerpfeil haben wir ja schon. Dann haben wir hier noch Feuerball, das ist Kreis 3. Mana kostet maximal 5 und Feuerschaden pro Mana 30. Das klingt schon mal ganz witzig. Und Licht. Ich würde sagen, die Lichtrune legen wir uns auch mal zu. Und dann gucken wir mal... Dann kannst du eigentlich... die ist nur 5 wert. Dann behalten wir die Schriftrollen erstmal. Was haben wir denn für Amulette und Ringe, die ich nicht mehr brauche? Boah, da habe ich aber ordentlich was ich nicht brauche. Wobei, will ich ihm die Waffen geben? Das ist eigentlich mal nervig, wenn dann das ganze Inventar von irgendwelchen Händlern mit Waffen zugemüllt ist. Geben wir ihm doch Jagdbeute. Oder? Ich bin mir gerade echt unsicher, was ich ihm da geben soll. Ach komm, geben wir ihm ein Harnisch-Amulett. Und dann brauche ich noch irgendwas für was den Wert 200 hat. Hier, der Flammenschutzring, brauche ich den. Amulett der Flammen. Ich würde den Flammenschutzring tatsächlich erstmal gerne noch behalten. Deswegen geben wir ihm mal... Ich habe ihm doch schon mal irgendwas gegeben hier. Schauen wir doch mal eben kurz. Scrollen wir mal nach oben.
Blutfliegenflügel. Dann können wir die ihm doch andrehen, ohne dass ein weiterer Platz bei ihm im Inventar verbraucht wird. Also er hat natürlich unendlich viele Plätze, aber ich möchte nicht das Händlerinventar aufmachen und dann erstmal von dem ganzen Zeug erschlagen werden. Okay, 4 noch. Was ist mit Blutfliegenstacheln? Haben wir da irgendwo noch welche? Offensichtlich nicht. Ich könnte die Minecrawler-Eier verkaufen. Diese Eier wurden von einer Minecrawler-Königin gelegt. Sie enthalten ein viel stärkeres Sekret als die Zangen der normalen Minecrawler. Ist noch ordentlich was wert. Aber nun gut. Moment, die Fackeln brauche ich nicht mehr. Ja, dann passt das doch genau. Sehr schön. So, dann schauen wir uns doch mal... Also erstmal möchte ich gerne zur Magie und möchte dann die Rune Licht, legen wir mal auf die Taste 10. Also, das ist die Taste 0. Nein. Nein, ich möchte es nicht auf den... Hallo. So. Wieso, wenn ich auf die 9 drücke, dann zieht einfach die Waffe. Ich verstehe es nicht ganz. Bei den anderen Tasten ist es nicht nur so, nur auf der 9. Sehr seltsam. Aber nun gut, dann haben wir schon mal das Licht hier und können jetzt jederzeit, wenn wir lustig sind, Licht zaubern. Das ist schon mal ganz cool. Und dann lesen wir uns mal im Schein unseres neuen magischen Lichts das Buch durch. Ich weiß nicht, wie spannend das jetzt gerade für euch ist, aber ich muss natürlich auch erst selbst mal entdecken, wie die ganze Magie so richtig funktioniert. Deswegen ist es halt gerade viel Lesen und Magie ausrauben und so. Und ja, wir gehen gleich noch ein bisschen unsere Magie einsetzen, keine Sorge. Zweiter Kreis. Alle Zauber werden durch die magische Energie des Anwenders ausgelöst. Der Anwender wird als Magier bezeichnet. Jede Aktivierung eines Zaubers kostet den Magier einen Teil seiner Kraft. Diese Kraft wird als Mana bezeichnet. Heilung. Achso, das ist der einzige Zauber des zweiten Kreises anscheinend. Adanos sah, dass die Menschen starben und es der Wille Belias war. Und er sprach... Stelle ich mich auch nicht gegen den Willen Belias, gebe ich den Menschen jedoch die Macht der Heilung. Dieser Zauber birgt die Macht, den Magier zu heilen. Investierungszauber. Mana kosten 10. Wie viele Lernpunkte haben wir noch? 40. Ich würde sagen, wir lernen jetzt nochmal eben die zweite Stufe der Magie. Und dann gehen wir mal... Holen wir uns noch den Heilzauber. Magie zu Ehren. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal raus und probieren unsere Sprüche so ein bisschen aus. Ich möchte den zweiten Kreis erlernen. Du hast das Verständnis der Runen gelernt. Nun ist es an der Zeit, dieses Verständnis zu vertiefen. Mit dem zweiten Kreis lernst du die Grundsätze stärkerer Kampfzauber und vor allem das Geheimnis der Heilung. Doch du musst noch viel lernen, willst du die tatsächlichen Geheimnisse der Magie ergründen. Du weißt, dass du jede Rune so lange einsetzen kannst, bis deine eigene Kraft verbraucht ist. Aber frage dich, ob es sinnvoll ist. Du hast Macht verliehen bekommen, mit der es dir ein leichtes ist, Tod und Verderben zu bringen. Doch der wahrhafte Magier zaubert nur dann, wenn es angebracht ist. Erkenne die Situation, dann wirst du die Macht der Runen erkennen. Alles klar. Ja, ihr seht schon, die Kreise werden immer teurer. Für den dritten Kreis brauchen wir jetzt schon 20 Lernpunkte. Ich habe noch 25 übrig. Was ich gerne machen würde, ist erstmal noch ein bisschen Mana lernen. Magie zu Ehren. Denn 12 ist doch ein bisschen wenig. Ich benötige mehr magische Kraft. Ich kann... So, machen wir einfach mal 10 Mana... Und beim nächsten Level Up können wir dann... Wobei, dann kriegen wir wieder... Moment, mach mal nochmal 5 Mana dazu. Ich bin... So, dann haben wir erstmal einen kleinen Vorrat. Und beim nächsten Level Up kommen wir dann wieder auf 20 Punkte. Dann kann ich ja dann den dritten Kreis der Magie erlernen. So, und dann mit dem vierten Kreis müssen wir mal schauen. Und 5., 6., das dauert noch. Aber wir sehen jetzt auch hier bei uns in dem Bildschirm unter den Diebestalenten Magie 2. Kreis. Ja... Ja, bis zum Level-Up dauert es auch gar nicht mehr so lange. Aber nun gut, ich würde sagen,
Um das Mana nochmal her wieder zu regenerieren, lege ich mich kurz hin. Und dann gehen wir tatsächlich raus in die Welt und werfen mit Feuerpfeilen um uns. Ach ja, und die Heilung wollte ich noch kaufen. Das können wir natürlich auch sofort machen. Oh, wie ich halt schon wieder 25 Minuten jetzt hier in dem Tempel verbracht habe. Furchtbar. Das passiert mir nicht. So, Torres. Magie zu Ehren. Ich möchte. Du hast doch hier noch so eine schöne Heilrune gehabt, ne? Gib die mal her. Da, Heilung. Heilung pro Mana 10. Das ist ganz cool. Ich meine, müssen wir nicht unbedingt immer auf Heiltränke uns verlassen. Wobei, wahrscheinlich werde ich das trotzdem noch machen. Denn unser Mana ist schon relativ kostbar. Aber egal. Ach komm, ich gebe ihm jetzt einfach irgendwas. Ist mir egal. Wir haben doch hier irgendwelche, bestimmt irgendwelche schönen Trophäen. Hier die Zähne kannst du haben. Die Wolfsfelle. Nimm die Pokale ruhig. Das ganze Besteck. Rasiermesser. Ja, die kannst du auch haben. Ich weiß, das ist jetzt im Vergleich zu dem, was ich gerade eben gesagt hatte, von wegen, ja, ich möchte nicht sein Inventar zu spammen, ist das jetzt irgendwie auch doof. Ach, da fehlen noch 100, ne? Na toll. Haben wir da noch irgendwas Schönes? Sieht irgendwie nicht so aus. Ach komm, geben wir ihm Erz. Ich meine, wir haben davon genug. Können wir dann sowieso später nochmal zurückholen irgendwie. So. Sehr schön. Dann legen wir die Heilung doch mal auf eine weitere Taste. Die Taste 9, wo er wieder das Schwert zieht. Aber nur, wenn ich im Inventar bin. Jetzt zieht er tatsächlich die Heilung. Na gut. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze mal. Nicht, dass ich mir das alles nochmal antun muss. Und dann gehen wir jetzt endlich mal hinaus in die Wildnis. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt mit der Story weitermachen, erforschen wir erstmal ein paar Gebiete, zum Beispiel im Wald, wo ich vorher noch nicht hingegangen bin. Ich meine, da dürfte noch so einiges rumkräuchen. Und da dürften wir so noch einiges an Erfahrung sammeln. Hallo Diego, sagst du irgendwas dazu, dass wir Magier sind? Oh, schade. Mach's gut. Na gut. Das ist sicherlich auch ein besonders interessanter Anblick, dass jetzt hier ein Magier durchs alte Lager und vor allem nach draußen rennt, weil eigentlich bleiben die ja nur in der Burg. Und wenn wir dran denken, die Story hat damit angefangen, dass wir hier reingeworfen wurden und erstmal versuchen wollten, irgendwie zu den Magiern zu gelangen, einfach um unsere Belohnung abzuholen, um diesen Brief da abzuliefern. Und jetzt sind wir selbst einer von den Magiern, das ist schon ziemlich cool. So, jetzt würde ich gerne mal den Feuerpfeil ausprobieren an dieser Mole Rat. Och ja, also gegen die. Boah, da kommen sie alle an. Brennen sie schön, aber es macht leider keinen längeren Schaden. Ich weiß nicht, wie effektiv das ist, tatsächlich, weil die können wir mit dem Schwert mit einem Schlag töten. Der hat längeren Schaden genommen. Hast du das gesehen? Bei den Morrats hat das irgendwie nicht funktioniert. Warum auch immer. Also das wäre dann tatsächlich doch ein Argument, den Feuerpfeil zu benutzen, wenn die Gegner länger Schaden nehmen. Ah, aber da muss ich noch ein bisschen mit experimentieren. Was witzig wäre, ist, wenn das Fleisch dann direkt gebraten wäre. Das wäre rausgehend nicht mehr roh. Okay, in der Höhle war ich noch gar nicht drin, oder? Da sind ja noch Pilze. Das erklärt auch, warum hier so viele Mole Rats drin waren. Aber ihr seht, wir haben jetzt mal eben so 9 Mana verpulvert. Also irgendwie lohnt sich der Feuerpfeil nicht so richtig. Zumindest nicht langfristig. Zwischendurch kann man immer ganz gut einsetzen. Aber an sich fahren wir mit dem Schwert momentan immer noch besser. Gucken wir mal. Ich muss einfach noch ein paar, mindestens den dritten Kreis noch lernen. Also ich denke mal, mit dem Feuerball kommen wir dann hoffentlich besser zurecht. Was soll denn hier? Blut fliegen. Warum fliegst du da hoch? Du sollst nicht den Wolf angreifen. So, der nimmt jetzt wieder nicht mehr längerfristig Schaden. Das war nur beim Scavenger so. Ich verstehe es nicht ganz. Naja. Laufen wir halt erstmal noch ein bisschen mit dem Schwert herum. Also ich hoffe ja durchaus, dass wir noch starke Zauber kriegen.
Also nicht, dass wir dann ein Magier sind, der hier nur mit dem Schwert herumläuft. Wobei, das ist ja eigentlich das, was uns Koristo auch gesagt hat, als wir den zweiten Kreis der Magie erlernt haben. Ich meine, wir sollten halt wissen, wann wir die Magie anwenden wollen. Und ansonsten halt gucken, ob wir ohne Magie klarkommen. Links. Links, rechts. Links, rechts, rechts, links. Sehr schön. Oh, neue Dietriche, das finde ich gut. Deswegen mal schauen. Rechts, links, nein. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, rechts. So. Noch ein Dietrich, sehr schön. Also ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll, Magier zu sein, aber wir kriegen sicherlich noch coole Zauber. Bin ich mir sicher. Ich muss das jetzt selbst mich motivieren. Aber ich habe gesagt, ich möchte es als Magier spielen. Rabenkraut. Und das werde ich auch machen. Da habe ich auch durchaus Lust drauf. So, dann schauen wir uns mal den Wald da drüben an, wie ich es versprochen habe. Und als erstes werden wir mal gucken, dass wir die Blutfliegen da eliminieren. Wir müssen aber ein bisschen aufpassen. In dem Wald sind, soweit ich weiß, Viecher, mit denen ich mich jetzt noch nicht anlegen möchte. Aber das kriegen wir schon hin. Ich meine, wir sind jetzt ein mächtiger Magier. Aber es sind sogar noch Scavenger. Ja. Legen wir uns erstmal mit den Scavengern an. Wolltet ihr mir helfen oder wie? Leute, ich bin ein Magier. Seht ihr das nicht? Ich kann schon auf mich selbst aufpassen. Habt ihr keinen Respekt vor mir hier? Unglaublich. Die Gardisten von heute, die sind echt nicht mehr zu gebrauchen. Zu nix. Na? Meine hübschen Blutfliegen, gebt mir mal eure Erfahrung. Nicht euren Schaden, eure Erfahrung, habe ich gesagt. Jetzt muss ich mich gleich sonst heilen. Das geht doch gar nicht. Vor allem kriegen wir jetzt wieder richtig viel Erz. Oder zumindest richtig viel Wert durch die ganzen Gegenstände. Waren hier nicht noch mehr Blutfliegen? Das waren noch nicht nur zwei. Sind die abgehauen oder wie? Ach, die kämpfen. Ihr sollt nicht gegen die Scavenger kämpfen. Nein, ist meine Erfahrung. Nee, das sehe ich jetzt aber nicht ein. Du wirst jetzt erstmal sterben. Genau. Dankeschön. Das kann doch nicht angehen, dass die hier meine Erfahrungen wegklauen. Das sehe ich nicht ein. Ich meine, den einen haben sie da ja schon erledigt. So. Bevor ich dich vergesse, musst du auch immer dran glauben. Ich hoffe, der andere Scavenger despawnt jetzt nicht in der Zeit. Aber eigentlich sollte das noch nah genug dran sein. Oh, hoffe ich zumindest. Dum, 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 dum. Jawohl, da liegt er noch. Sehr schön. Hab ich dich ausgenommen? Ja, sehr schön. Sehr schön. Ich verstehe noch nicht so ganz, warum die Scavenger weiter brennen und die Wölfe nicht. Wie ist das bei euch, Molerats? Ne, der nimmt auch keinen weiteren Schaden. Also so ganz durchblickt habe ich das noch nicht. Aber gut, es ist halt nur der Feuerpfeil. Wie gesagt, der schlechteste Zauber. Na, schlechtest. Ja, eigentlich kann man auch sagen, es ist der schlechteste. Eigentlich wollte ich ursprünglich sagen, der schwächste. Aber es ist nicht so wichtig. Wie viele Erfahrungen brauchen wir noch? Ach ja. Ein bisschen noch. Ich würde sagen, den Level machen wir jetzt. Versuchen wir jetzt noch zu kriegen hier. Ich meine, hier sind ja noch ordentlich Blutfliegen und Scavenger unterwegs. Das sollte ganz gut klappen. Hab ich irgendwelche Pflanzen oder Schätze übersehen? Oh, da ist ein Lurker. Kann ich denn... Das ist natürlich praktisch. Ich kann den Feuerpfeil nutzen, um das Viech anzulocken. Da muss ich nicht darüber schwimmen. Komm her. Aber der kann auch ganz gut schwimmen. Ich meine, wir haben ja schon einen Lurker besiegt, der am Damm genagt hat im neuen Lager. Aber die sind echt keine Herausforderung mehr. Ha, sehr schön. Für Homer oder Homer, wie auch immer man ihn aussprechen möchte, haben wir den Lurker damals erlegt. Ist jetzt schon ein bisschen her. Oh, wie viele Blutfliegen hier sind.
Zu viel Erfahrung. Wenn ich es denn mal treffe. So, sehr schön. Ja. Dann ist noch ein... Oh, sogar noch zwei Lurker. Ah. Oh, ich finde das toll, was für eine riesige Reichweite meine Magie hat. Und vor allem im Vergleich zum Bogenschießen, also beim Fernkampf ist es halt eigentlich so, dass... Oh, schaut mal. Der wird von der Strömung weggetrieben. Aber beim Fernkampf ist es so, dass es halt auf diese Distanz tatsächlich relativ schwer ist, die Viecher da hinten zu treffen. Denn das wird vom Geschicklichkeitswert beeinflusst. Jawohl, Level up. Je höher die Geschicklichkeit ist, desto zielgenauer ist man eben mit dem Bogen. Und von hier aus da hinten die Lurker zu treffen, das ist schon echt nicht leicht. Zumindest am Anfang. Ich glaube, mit Geschicklichkeit 100 geht das, aber am Anfang kriegst du es einfach nicht hin. Aber mit unserer Magie können wir den da hinten anvisieren, einmal schießen und treffen auf jeden Fall. Das finde ich sehr gut. Also, außer natürlich, er wird jetzt zur Seite gehen, dann treffen wir nicht. Aber bei den Pfeilen kann der Pfeil halt wirklich genau zielgerade drauf fliegen, aber es ist halt immer noch eine Chance, ob er jetzt trifft oder nicht. Na komm. Wie er sich auch rumschleicht hier und wie er meine ganzen Schläge ablockt, das finde ich jetzt nicht gut. Aber ihr seht, der Feuerpfeil hat bei ihm halt überhaupt keinen Schaden gemacht. Der hat irgendwie eine recht hohe Magieresistenz oder so. Das könnte sein, warum die Scavenger... Oh, pardon. Warum die Scavenger brennen. Nämlich einfach, weil die keine hohe Magieresistenz haben oder so. Was weiß ich. Keine Ahnung. So, weiter nach da hinten möchte ich eigentlich noch nicht gehen, auf die andere Seite. Ich werde hier noch die Goblins erledigen. Das sind doch normale Goblins, oder? Ja. Oh, wisst ihr noch am Anfang, als wir neu in der Kolonie waren und dann die Klippe hochgeklettert sind und ein Goblin da war, mit dem ich schon ordentlich zu tun hatte. Und jetzt gehen wir einfach hier hin und hauen sie mal eben so um. Tja, das finde ich einfach sehr cool an Gothic. Da es halt keine mitlevelnden Monster hat und man theoretisch am Anfang fast überall schon hin kann und halt nur durch die starken Monster blockiert wird, hat man wirklich dieses Gefühl davon, dass man stärker wird, weil man dann merkt, okay, Monster, mit denen ich vorher Probleme hatte, die kann ich jetzt einfach umklatschen. Wohingegen man in anderen Spielen, was weiß ich, Elder Scrolls, wo die Gegner ja mitleveln, hat das nie so richtig, weil dann leveln die Gegner mit und werden auch stärker und irgendwie hat man dieses Gefühl von, ich werde stärker nicht. Man hat zwar zum Beispiel bei der Magie größere Effekte und so und an sich die Zahlen werden auch größer, aber man merkt, man kriegt es halt nicht so richtig mit. Und das finde ich sehr schade. Ja, gut, ich würde sagen, ich habe schon lang genug aufgenommen jetzt für diese Folge. So langsam wird mein Mund auch ein bisschen trocken. Ich rede mir den hier fusselig. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter den Wald unsicher. Wir sind jetzt nur hier am Fluss entlang gegangen, aber da geht es ja noch tiefer hinein. Wenn wir mal auf die Karte gucken, wo wir jetzt sind. Da sind wir, genau. Da hinten ist die alte Mine. Da geht es auch irgendwie in die Schlucht hoch oder so. Mal gucken. Und dann würde ich sagen, gehen wir das nächste Mal zum neuen Lager auch und gucken mal, ob wir da bei den Magiern noch eine schöne Rune kaufen können. So ein Eispfeil zum Beispiel wäre ganz cool. Einfach, um ihn auch im Repertoire zu haben. Wenn wir ihn auch wahrscheinlich nie wirklich nutzen werden. Ich würde trotzdem gerne jede einzelne Rune irgendwie mein eigen nennen können. Und dann würde ich sagen, gehen wir dann südlich vom alten Lager entlang Richtung Sumpflager und metzeln da alles nieder, was uns vor den Feuerpfeil kommt. Und reden dann mit Korkalom, um ihm die Eier zu übergeben. Aber wie gesagt, wir machen diesen kleinen Bogen übers neue Lager und vorher nochmal hier durch den Wald. Ja, ich hoffe, ihr seid dann das nächste Mal auch wieder dabei und ich hoffe, ich kriege dann das nächste Mal auch ein bisschen stärkere Magie noch hin. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, macht's gut.